Ey, du krank bist denn der? Er kommt hierher, lauft! Lauft, Leute! Er kommt hierher, lauft! Lauft, Leute! Er kommt hierher, lauft! Lauft, Leute! Er kommt hierher, lauft! Er kommt hierher, lauft! Lauft, Leute! Ein Augenzeuge war gerade in seinem Auto unterwegs, als die ersten Schüsse fielen. Ich bin mit dem Auto von oben raufgekommen und habe gesehen, wie die Leute gelaufen sind, links und rechts, und habe Schüsse gehört. Und dann sind sie schon teilweise umgefallen, die Leute, und weggelaufen und in Deckung. Ja, ich habe dann sofort das Auto gepackt und habe versucht, Ersthelfer zu machen, zu helfen. Das hat leider nicht geschafft. Ja, der ist neben mir am Boden, ist er gestorben. Schmeiß du Arschloch, du Hundsfeder! Du Wichser, du bist ein Arschloch, Peter! Und jetzt muss ich eine Waffe kaufen, oder? Ja, Waffe, ihr weißt was, der kennt der Schädel auch nicht schmieden, du Arschloch, Peter! Hey! Ja, die Schusswaffe, ihr Wichser, Peter! Ich warte, bis ich bei euch treffe, in Behandlung. Ja, Behandlung, das wäre zu zürt, wie du Arschloch, ich habe nichts getan. Ist das eine Schafe, Jonas? Ja, warum für eine Hand, die Schnauze macht? Du Wichser, du. Hey! Lass dem Robert, lass dem Robert umeinander, ihr Vollidioten. Ich stehe auch nicht. Messer, geh mal. Was macht ihr? Wo ist Pizza? Ich bin drücken, Fuss. Du musst doch gleich vorhin, was soll ich denn heute noch haben? Ja, dann geht's dich, den Schädel, du nix. Wo geht's, wo mein Hof ist, wo geht's? Wieso, wie ist es denn? Da müsst ihr dich noch, du musst doch nicht. Arschloch, du kannst schießen jetzt, Heller. Leute, nicht haben, gleich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Aktuelle Informationen zur Lage in München jetzt von meinem Kollegen Eckhard Querner. Herr Querner, wie erleben Sie die Lage in München zurzeit? Sie haben es bemerkt, meine Damen und Herren, die Schalte liegt im Moment noch nicht vor. Jetzt erstmal zur Einleitung zur Lage in München. München wird von einem Anschlag erschüttert. Ein oder mehrere Attentäter sollen mehrere Menschen getötet haben, wie die Polizei bestätigt. Bericht von vielen Verletzten. Zurzeit läuft noch ein Großeinsatz der Polizei im Innenstadtgebiet. Gegen 18 Uhr gab es die ersten Meldungen über Schießereien aus dem Norden der bayerischen Landeshauptstadt im Olympia-Einkaufszentrum. Das in der Nähe des Olympiaparks liegt, hatten der oder die Täter das Feuer eröffnet.
Aktuelle Informationen zur Lage in München jetzt von meinem Kollegen Eckhard Querner. Herr Querner, wie erleben Sie die Lage im Moment? Unser Reporter kann uns offensichtlich nicht hören. Mein Kollege Richard Gutjahr ist am Einkaufszentrum. Herr Gutjahr, was können Sie uns im Moment berichten? Unübersichtlich. Richard Gutjahr, können Sie mich hören? Wie dieses Video zeigt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wir versuchen jetzt, meine Damen und Herren, wir bitten für diese Schaltprobleme um Ihr Verständnis. Noch einmal Richard Gutjahr vor Ort in München im Einkaufszentrum zu erreichen. Herr Gutjahr, können Sie mich hören? Das ist leider offensichtlich noch nicht der Fall. Herr Gutjahr, hören Sie mich? Ich höre Sie, Herr Riewer. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wunderbar. Wir freuen wunderbar. Uns. Was können Sie im Moment über die aktuelle Lage im Münchner Einkaufszentrum berichten, in dem Sie sich befinden? Ich befinde mich unmittelbar vor dem Haupteingang des Olympia-Einkaufszentrums hier in München. Gegen 18 Uhr gab es hier Schüsse. Die Menschen sind alle hinausgelaufen und sind jetzt auch hier in den anliegenden Wohngebäuden in Deckung gegangen und stehen hier fassungslos und blicken auf die Szenerie. Polizeiautos haben hier das Gelände abgesperrt. Ein Helikopter kreiste mehrere Minuten und auch bis vor kurzem über dem Dach des Olympia-Einkaufszentrums und suchte die Gegend ab. Polizeieinheiten durchkämmen das Gebiet und das tun sie auf sehr martialische Art und Weise, nämlich in einer Art, ja, wie soll man es nennen, Igel-Formation, das heißt also die Pistole in alle Richtungen gestreckt und gehen hier also sehr vorsichtig, sehr langsam das Gelände ab, wissen offenbar nicht, ob der oder die Täter sich hier irgendwo noch verschanzen. Der Helikopter ist jetzt allerdings vor einigen Minuten abgezogen und weiter in Richtung Innenstadt abgeflogen. Das heißt also, es könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Lage sich hier langsam beruhigt. Ich höre aber aus allen Himmelsrichtungen immer noch Polizei und Ambulanz-Sirenen und auch ein Notfall-Helikopter des ADAC habe ich hier gerade vorbeifliegen sehen. Das deutet doch darauf hin, dass es hier zumindest Verletzte gibt. Wo genau waren Sie, als die Schießerei begann? Ich befand mich im Auto hier im Mittleren Ring, unmittelbar am Gelände des Olympiageländes. Da wurde ich verständigt, dass es also Schüsse gibt. Und ja, bevor die Polizei das Gelände absperren konnte, gelang es mir hier noch reinzukommen. Die Polizei hat hier aber das Gelände mittlerweile also abgesperrt, bedeutet allen Anwohnern im Haus zu bleiben. Hier kommen immer wieder Passanten vorbei, die noch gar nichts mitbekommen haben und die jetzt noch schnell irgendwo einkaufen wollten oder schnell vor Feierabend ihre Kühlschränke füllen wollten. Die waren ganz entsetzt, als sie dann plötzlich gemerkt haben, wo sie hier reingeraten sind. Die Polizisten hier sind sehr, sehr nervös. Das kann ich sagen, weil ich schon mehrere solche Einsätze erlebt habe. Die Polizisten haben ihre Waffen auch noch nicht aus der Hand genommen. Das heißt also, hier gibt es offenbar noch immer zur Stunde keine Entwarnung. Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt eigentlich selbst etwas von dem oder den Tätern gesehen? Nein, ich bin erst hierher geeilt, als das als die ersten Notrufe über Twitter bereits kamen. Die Szenerie war in der Tat so, wie ich sie Ihnen geschildert habe. Der Polizeihelikopter war bereits eingetroffen. An mir sind 20 bis 30 Polizeiwagen mit Blaulicht vorbeigeschossen und haben sich hier also den Weg durch den Feierabendverkehr gebahnt. Sie müssen sich vorstellen, dass es hier also im Münchner Norden eine der Hauptumgehungsstrecken auch für die Stadt sind. Das heißt, die ganzen Pendler, die hier am Freitagabend die Stadt verlassen wollen, die müssen hier also mehr oder weniger im Münchner Norden vorbei. Da ist sowieso immer Stau. Und jetzt mit dieser Situation natürlich geht hier gerade gar nichts mehr. Die Polizisten, wie gesagt, durchkämmen immer noch das Gelände und sie haben immer noch die Waffen in der Hand. Das heißt also, offenbar ist der Einsatz immer noch nicht beendet. Vielen Dank, Richard Gutjahr. Bitte im Studio Jens Müller. Einen schönen guten Morgen, wobei schön ein relativer Begriff ist. Und ich hoffe, dass nächtliche Pressekonferenzen mit diesem Podium
nachts um zwei nicht zu einer Routine. Das ist ja auch toll für seinen Wohnung. Sie interessiert natürlich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der gestrige Tag war zweifelsohne mein erster Tag in meiner Amtszeit als Münchner Polizeipräsident und einer der schwersten Tage überhaupt in meiner dienstlichen Laufbahn von mehr als 40 Jahren. Das Drama nahm gegen 1750 seinen Anfang, als uns aus dem Bereich des OEZ im Westen von München eine Schießerei gemeldet wurde, aufgrund von Zeugenaussagen mussten wir zunächst von bis zu drei Tätern ausgehen. Die Bevölkerung wurde von uns aufgefordert, wo immer es möglich ist, im Haus zu bleiben, weil uns immer wieder aus dem Stadtgebiet angebliche Schießereien gemeldet wurden. Im Zuge der Fahndung mit starken Kräften wurde gegen 20.30 Uhr eine männliche Person aufgefunden, die nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Suizid verübt hatte. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Auswertung von Videomaterial gehen wir davon aus, dass es sich um den gesuchten Tatverdächtigen handelt. Hinweise, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren, liegen derzeit nicht vor. Der Tatverdächtige ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ein 18-jähriger Deutsch-Iraner aus München. Insgesamt haben wir derzeit die traurige Bilanz von 10 Toten. Am Olympia-Einkaufszentrum sind am Freitagabend mehrere Menschen bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Zahlreiche wurden verletzt. Drei Täter sollen hierbei auf Passanten geschossen haben. Das ist der Chat von einem, hier links, das ist der Chat von einem russischen Sender. RT, also das ist ein YouTube-Kanal, RT Deutsch, und das ist der Chat. Und jetzt ist gerade diese Schießerei in München gewesen. Diese Schießerei in München. Ihr könnt ja auch den Kanalnamen lesen, wer das alles geschrieben hat. Ich hoffe, die Leute, die hier zu Hass aufrufen, werden dann von YouTube und von den Polizeibehörden auch teilweise geahndet, weil das geht so gar nicht, Mann. Es war wohl ein Deutscher. Guck mal, diese Tat ist ein, zwei Stunden her. Keiner weiß, ob der Typ jetzt Moslem ist oder nicht oder Ausländer oder nicht oder was auch immer. Und schon, ne, geht's los. Wer weiß denn überhaupt, was da jetzt gerade passiert ist? Warum denn jetzt schon auf Moslems rumhacken, Mann? Das Wichtigste ist doch, dass da Menschen ums Leben gekommen sind. Ja, dass man sich da jetzt hilft und irgendwie gegenseitig tröstet und schaut, dass sowas einfach nicht wieder passiert, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ne, stattdessen wird hier nur Allah beleidigt, weißt du, wie ich meine? Hier wird nur Allah beleidigt ohne Ende, Moslems werden beleidigt. Zum Glück sind auch ein paar korrekte Deutsche dabei anscheinend, die dann schreiben so, scheiß Nazis und so, ey, was geht ab, Mann, mit dieser Welt? Wo soll all dieser Hass hier hinführen, Mann? Wem nützt das denn was? Könnt ihr damit irgendwas verhindern? Nein, das wird dadurch nur noch schlimmer. Guck mal, der ist korrekt. Guck mal, ich schreibe jetzt auch was rein. Traurige Welt, Mann.
Ach, so viel darf ich nicht schreiben. Minus 42. Oh Mann, wie traurig, wie traurig. Zieht euch mal den Chat rein, ich schreibe mal das hier dazu. Hier, das ist mein Text. Trauert um die Toten und hört auf, Hass zu verbreiten, egal ob Christen, Moslems oder Juden oder was auch immer, wir sind Brüder und Schwestern. Und Allah ist Gott. Und wer an Gott glaubt, der glaubt gleichzeitig an Allah. Das ist einfach nur der arabische Name für Gott. Wie kann man dann so eine ekelhafte Zeugs da schreiben? Oh mein Gott, Mann, ey, krank, Alter. Anstatt... Und liebe Zuschauer, Sie haben bei uns bereits mehrere Handyvideos von Augenzeugen gesehen. Die Ermittler haben jetzt die Bevölkerung darum gebeten, weitere Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. Das ist für die Aufklärung dieser Tat wichtig, wie auch die folgende Szene zeigt. So hat sich der mutmaßliche Schütze während der Flucht, als er noch auf einem Parkdeck stand, mit Augenzeugen gestritten. Ein Anwohner war mit der Handykamera dabei. Du Wichser, du bist ein Arschloch, Peter! Und jetzt muss ich eine Waffe kaufen, oder? Ja, Waffe, ihr weißt was, der kennt ja Schädel mit Schmieden, ein Arschloch, Peter! Ey! Ja, die Schusswaffe, ihr Wichser, Peter! Scheiß Kanacken, Peter! Ey! Ja, die Schusswaffe, der ist im Unternat, der ist drin, der hat seine Waffe geladen! Du bist auch der mit dem Messer! Hol die Bullen, Peter! Ihr lauft umeinander! Wer Wichser, Alter? Ich bin Deutscher! Du bist ein Wichser, bist du? Ein Wichser! Was machst du hier, Scheiß? Ich bin hier geboren worden! Ja, und was machst du hier, Scheiß? Ich bin in der Hartz-IV-Gegend! In der Hartz-IV-Gegend! Ich warte, wir sind bei straffreien Behandlung! Ja, Behandlung, das fährst du Psyche, du Arschloch, Alter! Ich hab nichts getan, ich bin nicht da! Ist das eine Schafe, oder? Ja, warum tragen Sie die Schnauze vor? Du Wichser, du! Hey! Soweit also die wahrscheinlich letzten Aufnahmen vom mutmaßlichen Täter. Er kommt hierher, lauft! Lauft, Leute!